Wasser im Reifen. Red Bull beschuldigt neben McLaren auch andere Teams. Zuerst der flexible Heckflügel bei McLaren, wo das Team nachbessern musste. Dann der verstellbare Unterbodenmechanismus bei Red Bull, doch sie bestritten, daraus einen Vorteil gezogen zu haben. Und jetzt sollen McLaren und auch andere Teams Wasser im Reifen haben. Das Wasser soll über die Reifenventile eingespritzt werden und so helfen, die Reifen über weite Strecken besser von innen zu kühlen. Neben McLaren sollen auch andere Teams von diesem Trick profitieren, welche genau wurden nicht genannt. Die FIA ist bereits auf die Vorwürfe aufmerksam geworden, doch niemand, auch von Pirelli, will sich offiziell zu dem Fall äußern. Selbst Sportdirektor Mario Isola wurde von dem Trick überrascht, doch der Italiener erklärte, dass Wasser im Reifen die Wärmeableitung verbessere, aber die höhere Feuchtigkeit die Druckkontrolle erschwere und die Leistung mindere. Ein solcher Einsatz von Wasser im Reifen ist riskant, da man schnell in Verdacht gerät, wenn es 3 bis 4 Stunden nach dem Rennen nicht verdampft, bevor die Reifen abgenommen werden. Interessanterweise hat Red Bull vor vielen Jahren selbst mit Wasser im Reifen experimentiert, obwohl der Trick damals noch nicht ausdrücklich verboten war. Red Bull vermutet, dass ehemalige Mitarbeiter in ihren neuen Teams den Trick erneut angewendet und weiterentwickelt haben. Meinung dazu in die Kommentare.